Am 21. März 2021 ist der Internationale Tag gegen Rassismus. Bereits im Vorfeld, am 18. März, beteiligte sich das Netzwerk für Toleranz Waldeck-Frankenberg mit einer Aktion an diesem Tag. Zusammen mit der Kurhessenbahn, dem NVV und den Städten und Gemeinden wurden auf den Bahnhöfen hier in Bad Wildungen große Aufkleber auf dem Boden aufgebracht. Das Motto der Aufkleber: Zu viele gehen einfach über mich hinweg. Hier in Bad Wildungen, neben Mitarbeiterinnen der Kurhessenbahn, des Netzwerks für Toleranz, waren auch städtische Gremien vertreten, unter anderem Bürgermeister Ralf Gutheil. Auch in Korbach am Bahnhof prangt nun dieser Aufkleber groß auf dem Bahnsteig. Auch hier war der Bürgermeister Klaus Friedrich und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt sowie der Kurhessenbahn vertreten. Der letzte Bahnhof, der schließlich mit dem Aufkleber versehen wurde, war der Bahnhof in Frankenberg. Hier waren unter anderem Landrat Kubert, Dr. Römer vom Landkreis sowie Oberst Jürgen Damm, Aktion für behinderte Menschen Waldeck-Frankenberg und Damen und Herren des NVV sowie der Kurhessenbahn beteiligt.